In diesem Video erfahrt ihr, wie die Kohle in Deutschland entstanden ist. Man nannte Kohle früher das schwarze Gold und es machte das Ruhrgebiet reich. Die Städte an den Flüssen Ruhr und Rhein wurden vor ca. 150 Jahren Heimat der deutschen Stahl- und Schwerindustrie. Warum ist das so? Eisen und Stahl kann der Mensch nur gewinnen, wenn er Temperaturen von 1000 bis weit über 2000 Grad erzeugen kann. Die Energie, die man hierfür braucht, fanden die Menschen in der Erde. Riesige Kohlevorkommen. Aber wie kommt die Kohle so tief unter die Erde? Um das zu sehen, müssen wir zurück an die Oberfläche. Denn in der Kohle steckt die Energie des Sonnenlichts, das vor über 300 Millionen Jahren schien. Dieses Zeitalter nennen die Geologen Carbon. Carbo, das ist das lateinische Wort für Kohle. Welche Umweltbedingungen damals herrschten, erklärt der Geologe Colin Devi. Mit dem Ende des Carbons überquert Deutschland als Teil Europas gerade noch den Äquator und liegt auf etwa 5 Grad Nord, dort, wo jetzt der Kongo liegt. Das Klima ist heiß und feucht und es entstehen große Tropenwälder. Es wuchsen damals Pflanzen, die es heute gar nicht mehr gibt, aber auch Farne, die so hoch wie Bäume werden konnten. Da der Sauerstoffgehalt viel höher war, konnten Insekten wie Libellen fast einen Meter Flügelspannweite erreichen. Einige dieser Pflanzenarten haben die Jahrmillionen überlebt. Auf Wiesen finden wir noch manchmal Schachtelhalme. Heute nur noch kniehoch, aber damals konnten sie 20 Meter groß werden. Gehen wir nochmal zurück ins Carbon. Die Wälder produzierten damals Unmengen an Sauerstoff, mit hoher Brandgefahr. Blitze entzündeten verheerende Wald- und Flächenbrände. Doch die Wälder wuchsen schnell wieder und breiteten sich aus. Bis zur nächsten Katastrophe. Wichtig dabei ist, wo diese dichten Sumpfwälder wuchsen. Zum Beispiel am Rand eines flachen Meeres, in das die Flüsse aus einer Gebirgskette mündeten. Immer wieder senkte sich das Land und dann wurde diese Landschaft überflutet. Die Wälder versanken im Wasser, das jetzt alles bedeckte. In vielen Tausenden von Jahren sorgten die Flüsse jedoch dafür, dass neues Land entstand. Denn sie transportierten Schlamm und Geröll aus den Gebirgen heran, die die Pflanzenreste überdeckten. Darauf wuchsen neue Wälder, die auch wieder versanken. In vielen Millionen Jahren wiederholte sich das immer wieder. In der Tiefe passierte etwas Spannendes. Durch den enormen Druck und durch die Wärme wurden Pflanzenreste umgewandelt. Erst in Torf, der Torf verwandelte sich in Braunkohle und die verwandelte sich in Steinkohle. Diesen Prozess nennt man Inkohlung. Aus 20 Meter Holzschicht entstand so eine 2 Meter dicke Kohleschicht, von denen heute bis zu 100 übereinander liegen. Und in nur wenigen Jahrhunderten holten die Menschen im Ruhrgebiet davon Milliarden Tonnen aus der Erde. Die Kohle trieb die Industrialisierung voran. Im Ruhrgebiet entstand der flächenmäßig größte Schwerindustriestandort in Deutschland. Das Gebiet ist hier unterirdisch durchzogen von hunderten Kilometer langen Tunneln und Schächten. Sogar Eisenbahnen fuhren in den Stollen. Über 120 Millionen Tonnen Kohle konnten mit hochentwickelten Maschinen alleine in einem Jahr gefördert werden. Bis 2018. Mit dem Ausstieg aus der Kohleförderung wurden sämtliche Stollen stillgelegt. Es gibt hier noch jede Menge Steinkohle. Doch Deutschland will seinen Verbrauch zum Schutz des Klimas senken und die Steinkohle, die man noch braucht, kann man im Ausland billiger kaufen. Mittlerweile verfallen die Zechen oder werden in Industriedenkmäler umgewandelt. Bestaunen kann man diese riesigen Anlagen immer noch, die die Energie der vor Millionen Jahren untergegangenen Wälder des Carbon für die Menschen nutzbar machten. Wo wart ihr schon mal in einem Bergwerk? Schreibt es uns unten in die Kommentare. Wenn ihr mehr über die Industrialisierung erfahren wollt, klickt hier. Hat es euch gefallen? Dann lasst uns doch ein Abo da.